You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Schjami hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary hier mit meinem vergelter Paladin. Und nach wie vor gleiche Skillung, außer dass wir Sparing ausgetauscht haben gegen verstärkte Rüstung, weil es im Beginn mal besser ist, weil Sparing ist halt nur gegen normale Nahkampfangriffe, also nichts, was irgendwie magisch ist. Und ansonsten, glaube ich, ist nach wie vor alles gleich. Das heißt, gehen wir einfach rein, schauen wir, ob wir einen Bersi kriegen. Nein, den hat mir schon der Schurke geklaut. Dann gehen wir uns gleich mal den Mönch hier, glaube ich, gönnen. Den slowen wir hier gleich mal raus. Ja, pinnt uns gleich und rollt dann auch schon weg. Das heißt, wir zerlegen halt die anderen, die hier so rumstehen. Das war wohl nix. Jetzt konnte ich gar nicht kommentieren, Mann. Ich war gerade so fokussiert, dass ich den Mönch jetzt erlege und disrespekte. Einfach weil er nur so cool rumgelaufen ist. Aber egal, Mönch ist tot. Wir haben alles gezogen, aber down ist down. Schauen wir, vielleicht kriegen wir hier den Bär sehen. Nein, der ist leider auch schon weg. Ich sollte mir, glaube ich, in Zukunft immer den hier anstreben. Aber wir können zumindest die Flagge hier gleich mal zurückholen, oder? Was haben wir hier? Ein Holy Parler? Nein, ein Retri. Alles Retris. Okay, interessant. Dann ziehen wir gleich mal Schild, weil das ist alles Damage Support, den wir gegen ihn hier haben. Ich komme hier halt gar nicht mehr aus dem CC-Chain gerade raus. Vielleicht irgendwann mal. Ja, jetzt darf ich was machen. Nice, Mann. Können wir nochmal. Ah, Flagge picken wir instant. Den, okay, der Fury hat ja irgendwie so ein Last Stand. Genau, das habe ich letztens auch erst rausgefunden. Ich glaube, das war sogar ein BG-Kommentar, oder? Der babbelt auch schon. Dann haben wir nur noch einen Brokkoli. Das heißt, wir sticken uns an den Brokkoli-Stun, den hier mal. Das ist genau der Grund, warum man keinen Brokkoli spackt. Ich weiß nicht, mit dem spielt echt irgendwie keiner mehr. Irgendwer hat mal gesagt, dass man da nicht mehr rausschiften kann. Stimmt das? Aber ich glaube nicht. Dass man irgendwie in der Gestalt irgendwie so quasi gefangen ist, wenn man die benutzt. Ich will fast lieber auf den Hunter gehen. Habe ich noch einen Heiler? Mir scheint es gerade nicht so. Ich off-heal mich immer. Da nimmt mich nämlich gar nicht ins Ziel, wie es aussieht. Das heißt, vom Kick brauche ich keine Angst haben. Oh, der Charge. Oder der Stun von dem Beastmaster war gerade godlike. Können den Mönch immer wegslauen. Heilig gesperrt? Was? Ach, es stickt ein Demon Hunter auf mir. Lol, den habe ich... Ich habe den in den ganzen Pets gerade gar nicht erkannt, Alter. What the fuck? Hey, Mann. Okay, das war gerade überdumm. Das war gerade wirklich dumm. Das gleiche ist mir heute im Open PvP passiert. Ich habe nämlich World Quest gemacht, war danach PvP geflaggt und dann habe ich den Hunter und einen Bear Tank angegriffen. Ich habe den Hunter instant gekillt und habe mir dann halt nichts gedacht, weil ich eigentlich dachte, dass die ganzen, weil er Beastmaster war und dann Bene gezogen hat, dass diese ganzen Pets, dass der Druide ein Pet von dem ist. Es war aber nicht so. Dementsprechend hat mich der Druide dann gerade so lange getankt, bis der Hunter irgendwann gespawnt ist und dann hatte ich halt keine CDs mehr und dann habe ich den Hunter gekillt. Aber trotzdem war halt lustig, ich habe gleich sicher 10 Sekunden gebraucht zu realisieren, dass das ein Druide war. Was mir, glaube ich, auch schon lange nicht mehr passiert. Da sieht man, wie Brain AFK ich manchmal bin. So, jetzt haben wir endlich einen Berserker, so gefällt mir das schon mehr. Jetzt muss ich nur noch irgendwas finden, wo ich was machen kann. Wir führen schon wieder 1:0, Horde gewinnt wieder mal jedes BG, wie es aussieht. Da oben, der Mönch läuft weg. Was haben wir hier denn noch so rumgammeln? Gar nichts. Hier ist nichts los. Es ist nirgendwo. Wer? Doch, da drüben. Ich glaube, die kommen mit der Flagge hier gerade raus. Dämonenjäger und noch irgendwas. Hier haben wir gerade unseren Schamanen zerlegt. Ja, hinter uns läuft auch noch was. Da sind alle. Jetzt aber. Der haut direkt... Da stickt noch nichts auf dem drauf und er hat schon Verschwimmen drinnen. Interessant. Dementsprechend zerlegen wir ihm jetzt den Heiler. Den können wir gleich mal kicken. Schauen wir, ob er noch irgendwas zieht. Können wir nochmal silenzen. Tot ist er. Ankh? Nein, kein Ankh. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir irgendwann wieder drankommen an den. Ja, wir haben ja noch unseren Halloween-Besen. Das heißt, wir können uns gleich mal wieder an den dran sticken. Aber der Mönch wird mich davon abhalten, wie es aussieht. Ja. So, geslowt ist er. Springt in die falsche Richtung, wie es aussieht. Können wir den Monk hier einfach slowen. Stun ihn hier gleich nochmal. Gehen hier einfach Bubble, damit er einfach gar nichts machen kann gegen uns.
So, jetzt schauen wir auf den hier. Den kicken wir gleich mal. Kann der nicht heilen. Und Hammer fliegt. Tot ist er. Unsere Flagge. Easy going. Schauen wir, was will der Mönch hier noch. Der Mönch stickt so erbarmungslos an mir. Ja, ich kann ihn gerade noch nicht kicken, aber dementsprechend train wir einfach wieder den Heiler. Der Mönch kann sich zwar verpissen, der Heiler aber nicht so leicht. Und tot ist er. ja, Mönch rennt einfach. Aber das Pet rennt ihm die ganze Zeit nach. Den können wir auch gleich mal killen. Chasing hat hier die Flagge ausgepackt. Daumen nach unten. Ich glaube, fast jeder in unserer Gilde hat mittlerweile die Flagge. Es ist halt... Das provoziert halt so derbe im BG. Die drehen halt immer richtig durch, wenn du denen die Flagge reinhaust. Die werden halt richtig mad bei sowas. Der Mönch kommt wieder auf uns zu, wie es aussieht. So, Berserker, los geht's. Jetzt gehen wir uns den Mönch wieder snacken, so wie vorher. Na, vielleicht kommen wir irgendwann raus. Können wir hier gleich mal kicken. Der begibt sich hier gleich mal ins Nirvana, wie es aussieht. Schauen wir, dass wir den Druiden vielleicht noch killen können. Nein, maybe. Hammer time. Okay, den haben wir auch down. Heiler haben wir auch schon wieder bei uns. Jetzt sollten wir auch dementsprechend den Retri hier noch down kriegen. Die Babel ist schon geplatzt. Jetzt gibt es noch mal ein bisschen Damage hinten nach. Please. Warum war der gerade immun? Warum ist der gegen meinen Schaden immun? Sehe ich jetzt nicht ein. Ah. Da will sich wohl einer aus dem Staub machen. Jetzt dreht er wieder um und reitet mitten in den Zerg rein. Ein bisschen unverständlich, aber egal. Dementsprechend stirbt er natürlich auch gleich. Kein Ding. Totstellen bringt dir hier nichts. Sag's mit X, das war wohl nichts. Der Druide rennt aber nicht mehr lange, den können wir gleich mal wieder slowen, kurz in der Katzengestalt. Er könnte es mal rausschiften, aber na gut, jetzt ist er hier. Der ist hier gefangen, der wird gleich wieder zurückgezogen. Den hätten wir auch. Können wir gleich den nächsten slowen, die kommen hier alle nicht mehr weg vom Friedhof. Aber unsere Flagge läuft da drüben, oder ist schon in deren Basis drin, was? Okay, das habe ich nicht mal mitbekommen, dass die mit der Flagge schon komplett durchgerannt sind. Haben wir einen Berserker? Nein, haben wir nicht, schade. Dann gehen wir aber einfach mal rein. Schnellstmöglich. Okay, hier kann ich gerade nicht helfen, sonst würde ich den slowen. Aber der Schamane kommt schon klar. Mein Heal-Kollege, oder? Naja, kommt klar, kommt klar. Dämonenjäger, wo ist der hin? Ach, der läuft draußen rum. Jetzt dürfen wir endlich wieder Rocket Boots im BG ziehen. Ich liebe es. Und gleich können wir ihn auch schon slowen, wenn ich dann irgendwann rankomme. Jetzt, im Slow ist er. Gleich mal unsere Bubble hier ziehen. Stun ihn hier. Schauen wir, ob wir noch ein bisschen Schaden reinbomben können in ihn. Die Bubble haben wir ja nach wie vor ready. Bei dieser Backjump und dann kommt er drauf, dass er nicht nach vorne springen kann. Das war wohl nix, Kollege. Und wir haben instant gewonnen. Okay, das ging schneller als erwartet. Wir haben 7 Kills, einen Tod, haben nicht meist Damage, gerade nicht andere Retris vor uns. Geheilt. Das ist nur die Heilung, die wir gemacht haben. Wir haben nie hart gecastet. Das heißt, das ist alles nur Heilung, die halt passiv kommt, wenn ich Heilung kriege. Ja, auf jeden Fall geiles BG, wenn es euch gefallen hat. Däumchen nach oben, wenn ihr noch Fragen habt. Wie immer, ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht mehr auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links, wie immer, unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video, nicht im BG. Oder vielleicht auch im BG. Und ansonsten, haut da rein. Ciao.